Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Thema heute ist Prostatakrebs. Welche Therapie? Und als Experten haben wir eingeladen Herrn Professor Doro Theber. Er ist der Direktor der Urologischen Klinik am Städtischen Klinikum. Herzlich willkommen, Herr Professor Theber. Vielen Dank für die Einladung, freue mich. Prostatakrebs. Gibt es unterschiedliche Formen von Prostatakrebs mit unterschiedlicher Gefährlichkeit? Ja, Prostatakrebs bedeutet ja zunächst mal, es ist bösartig. Aber tatsächlich ist es so, dass wir verschiedene Risikotypen einteilen des Prostatakarzinoms. Es gibt die sehr niedrig Risikoprostatakarzinome, die in Kombination mit dem PSA und dem, was der Pathologe dann befundet, gestellt werden. Und es gibt die, die ein mittleres und hohes Risiko haben. Was bedeutet das? Die Niedrigrisikoprostatakarzinome kann man sogar eventuell aktiv überwachen. Die müssen nicht sofort operiert, überhaupt behandelt werden, aber kontrolliert werden, dass sie nicht in die anderen Risikogruppen übergehen. Die des mittleren Risikoscores, die können oft mit einer Behandlung sogar geheilt werden. Das ist die gute Nachricht. Die des hohen Risikoscores, die brauchen manchmal sogar auch Kombinationsbehandlungen. Welche Formen der Behandlung gibt es denn für das Prostatakarzinom? Wenn Sie tatsächlich mit einer Behandlung das Prostatakarzinom heilen wollen, gibt es die Operation. Heutzutage mit robotischen Systemen, also standardisiert eigentlich, minimalinvasiv. Aber es gibt auch die Möglichkeit der Bestrahlung. Es gibt die Bestrahlung perkutan, also durch die Haut. Es gibt aber auch Bestrahlungsformen, die direkt sozusagen an der Prostata angreifen. Zum Beispiel ist das Spicken? Was man als Spicken bezeichnet. Das sind sogenannte Seeds, die an Ort und Stelle strahlen und dort sozusagen dann das Gewebe auch zerstören. Und Chemotherapie? Chemotherapie steht dann bei fortgeschritteneren Karzinomen erst an, natürlich, wenn wir Metastasen haben. Früher stand die Chemotherapie ganz an hinterster Stelle. Wenn man also wirklich sich keinen weiteren Rat mehr wusste, gab es die Chemotherapie. Heutzutage ist sie viel weiter nach vorne gerückt, weil wir wissen, dass wir frühe Metastasenformen auch mit der Chemotherapie sehr, sehr gut behandeln und auch eindämmen können. Es gibt ja immer noch auch als systemische Therapie die Hormontherapie. Spielt das noch eine Rolle? Ja, die Hormontherapie ist quasi auch bei den metastasierten Formen immer die Basis der Behandlung. Das Prostatakarzinom ist ein hormonabhängiges Karzinom und der Entzug des Testosterons ist ein ganz wichtiger Bestandteil tatsächlich der Therapie. Also die Hormonbehandlung ist eine absolute Basis bei metastasierten Karzinomen. Hat man ein lokales Prostatakarzinom, kann man es, wie gesagt, auch lokal behandeln, operieren, bestrahlen oder einer fokalen Therapie zuführen. Nun haben Sie ja drei Formen der Therapie genannt. Ich sage mal den chirurgischen Eingriff, die Chemotherapie systemisch und die Radiochemotherapie, wenn man so will, die radiologische Therapie. Wie sind denn die Heilungschancen? Die Heilungschancen sind sehr gut, wenn wir es mit einem lokal begrenzten Prostatakarzinom zu tun haben. Sehr, sehr gut. Also beim chirurgischen Eingriff? Beim chirurgischen Eingriff, aber auch bei der Bestrahlung. Mit der Bestrahlung haben wir tatsächlich ähnliche Überlebensraten. Man muss nur wissen, wie dann die Nachsorge verläuft und welche Probleme jeweils die unterschiedlichen Verfahren mit sich bringen können. Dazu braucht man wirklich eine ausführliche Beratung, dann sowohl urologisch als auch strahlentherapeutisch manchmal oder in Kombination. Wenn man ein metastasiertes Prostatakarzinom hat, dann haben wir heutzutage mit einer sehr ausgedehnten Hormonbehandlung und einer Chemotherapie ebenfalls sehr, sehr gute Chancen, das Leben auch mit Lebensqualität gut zu verlängern. Heilung in dem Sinne ist bei einer metastasierten Karzinomerkrankung oft leider nicht möglich. Gestatten Sie mir noch eine Frage. Wie viel Prostatektomien, Operationen muss ein Chirurg machen, damit man sagen kann, der ist Experte auf dem Gebiet? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist wie in vielen Bereichen, dass natürlich die Übung den Meister macht. Und es ist so, dass wir wissen, dass Hochvolumenkrankenhäuser sozusagen auch bessere Ergebnisse haben. Da ist es wichtig, dass wirklich der
Chirurg, auch der einzelne Chirurg, man sagt 50 im Jahr ist so eine Zahl, die genannt wird, machen sollte, damit er wirklich da auch als Experte auf diesem Gebiet gilt. Also Theber, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hoffe, wir waren informativ und haben Sie auch, wenn man betroffen ist, beruhigt. Wenn es gefallen hat, dann geben Sie uns ein Like oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.